Wäre es nicht geil, wenn man sich als Normalsterblicher mit festem Job gelegentlich mal eine Auszeit von mehreren Jahren leisten könnte? Dafür muss man schon im Lotto gewinnen oder erfolgreicher Künstler werden. Letzteres haben Fettes Brot geschafft, nachdem sie im Jahr 92 antraten, die deutsche Rap-Hip-Hop-Szene mit ihrem ganz eigenen Stil aufzumischen. 21 Jahre später und nach einer dieser kreativen Bandpausen treffe ich die drei Nordlichter Dr. Renz, König Boris und Björn Beton ziemlich südlich ihrer Heimat beim Zürich Open Air, während die drei gerade an ihrem Lieblingsverein St. Pauli verzweifeln. Hätte er sich auch schön reinmachen können. Oh! Nicht einfach nur so ausgehen. Scheiße! Mann! Nur noch mal Tusch. Wieder meine Hände! Zieh ab, zieh ab, zieh ab! Leute! Alter Schwede! Das war's. Oh, vorbei! 85. Das passiert nur jedes Mal in Berlin. Oder anders gesagt, besser könnte die Stimmung bei den Jungs fürs Interview gar nicht sein. Was ist eigentlich größer, also das Fantum für Fußball oder für andere Bands, also für Musik so bei euch? Ich finde, das ist was sehr Ähnliches. Also, ja? Ja, irgendwie schon. Fußball ist halt ein bisschen schneller, ne? Also, es gibt halt häufiger, wenn Saison ist, die Möglichkeit, aktiv Fan zu sein. So, jetzt können wir wenigstens hier dieses steckige Zelt verlassen. Ja, das wäre geil, ehrlich gesagt. Wir haben hier in Zürich schon häufiger mal gespielt, aber hier auf dem Festival noch nicht. Und sind die hier ein bisschen anders also als jetzt so bei uns, so das Publikum Deutschland? Groß und ganz eigentlich. Verhaltener? Nein. Der Klischeewitz wäre jetzt zu sagen, wir spielen alle unsere Lieder 5 BPM langsamer. 5 BPM langsamer. Ja, aber wir sind ja auch die unterkühlten Norddeutschen. Also insofern spielen wir ja sowieso, eben, wir tauen zu Ende der Show. Wir sind da uns dann wahrscheinlich dann keine rheinische WDR-Frohnatur. Die ja alle 5 BPM schneller spielen. Ja. Nee, und immer lachen. Ja, wir haben den Eindruck, dass so regionale Unterschiede sich auflösen bei so Konzerten. Und mal gucken, ob wir im Wald kommen. Ja, lass mal gucken. Freuen wir uns noch über die Blumen am Rande der Wege, die sich durch unsere Heimat ziehen? Wird das Wandern zu Fuß oder mit dem Fahrrad verdrängt durch die technischen Möglichkeiten, leichter und schneller vorwärts zu kommen? So, kommt doch mal her. Hier hinterm Haus, da laufen beide Hauptwanderwege. Der Eckeweg mit dem Kreuz gezeichnet und der Hermannsweg mit dem H. Achso, Blue Stage. Achso, guck mal, da ist die Blue Stage. Wir sind jetzt mehr so hier. Ja, nee, wir sind, glaube ich, hier, oder? Nee, gerade ja, sind wir hier. Geil. Ja, lass mal gucken, ob man da raus kommt. Das ist total blöd. Guck mal, das wäre unser Ausgang gewesen. Hier, da hätten wir, da läuft's glatt. Das ist echt die dünne Pure. Ich weiß nicht, was ich falsch gemacht habe. Kommen wir da raus auch, oder sind da auch Zäune vor? Das Auto ist auch eingezäunt. Nein, der Baum halt. Baum ist halt eingezäunt. Also nachdem wir jetzt eine halbe Stunde gesucht haben, wie wir hier rauskommen aus dem Festivalgelände, damit wir ein bisschen frische Waldluft, haben wir diesen wahnsinnig schönen Abschnitt gefunden. Du kannst doch mal kurz zeigen, Detlef, hier nebenan sind die Kerosinsilos des naheliegenden Flughafens der ganzen Schweiz. Genau. Biervorräte. Geil. Aber ich habe ja gerade schon gesagt, 21 Jahre gibt es die Bands jetzt. Habt ihr zwischendurch immer mal wieder so Kreativpausen gemacht, nenne ich das jetzt mal. Ne? Gab es ja zwischendurch öfter. Ja, das fühlt sich so an für Außenstehende. Für uns war das eigentlich meistens gar nicht so. Wir haben eine Platte gemacht und dann haben dann 1 bis 2 Jahre getourt, haben dann eine neue Platte gemacht und die dann rausgebracht. Und dann sind das mal schnell 3 Jahre. Und das fühlt sich dann für Außenstehende irgendwie nach einer Pause an. Und für uns fühlt es sich so an, als hätten wir die ganze Zeit irgendwie durch Musik gemacht. Aber ihr kündigt das aber trotzdem immer so ein bisschen so an, ne? Also ja, wir haben gerne das Bild des U-Boots benutzt für uns. So die Band, die irgendwie stetig arbeitet, aber nur alle 2, 3 Jahre an der Oberfläche auftaucht und dann alles über den Haufen ballert und dann wieder verschwindet. Kameraderie unter Wasser erhöht die Hilfsbereitschaft, hat ihre guten Seiten. Aber sie trübt auch den Blick für die Realität.
Sie führt dazu, die eigenen Möglichkeiten zu überschätzen. Aber ich glaube, es war tatsächlich die erste Pause, wo es nicht ganz klar war, wie es und ob es danach weitergeht. Sogar also, ob's. Es war jetzt, ja, ich finde, man kann den Leuten ja ruhig im Nachhinein noch mal ein bisschen Angst machen. Ja, genau. Jetzt ist ja die Angst wieder genommen, aber... Also, ja, wir hatten uns das vorgenommen und gesagt, so, natürlich machen wir dann, wenn wir alle das gemacht haben, was wir machen wollen, machen wir wieder eine neue Fettes Bruckplatte. Wann das sein wird, sehen wir dann. Und ob das so sein wird, das entscheidet sich in der Zwischenzeit. Es war auf jeden Fall ein Gefühl, was mich beruhigt hat, zu merken, dass ich, ich habe einfach gespürt, dass alle drei gleichermaßen Interesse daran haben, dass wir wieder als Fettes Brot zusammenkommen und neue Musik zusammen. Wie läuft das dann praktisch? Also trefft ihr euch dann und dann sitzt man so da und dann sagt der eine so, naja, wie wär's und so? Oder wie? Naja, also erstmal muss man sagen, dass wir uns ja auch in der Zwischenzeit, wo wir keine Fettes Brotlieder aufgenommen haben, uns ja nie aus den Augen verloren haben. Das ist ihr jetzt beiden nicht habt so beim Häuserbau mitgeholfen zum Beispiel. Ja. Habt ihr wirklich eigentlich, also so wirklich mit anpacken wir und waren so? Noch nicht, wir waren noch nicht gefragt. Ab und zu in den Arm genommen. Das wird Stress schon. Hart wurde. Im Umzug haben wir geholfen, oder das nicht? Stimmt. Ja, das stimmt. Immerhin. Dann haben wir uns im Stadion natürlich hin und wieder gesehen. Wieder gesehen, also so ist ja nicht. Aber das ist dann, einer fängt dann an, einen Song zu machen, sagt, guck mal, das habe ich. Und dann kommt der Nächste, sagt, hier, mir ist das, ich habe die Idee. Und dann sitzt man, oh, das klingt geil, das ist so ein natürlicher Prozess. Das ist jetzt nicht, komm, wir treffen uns jetzt mal, setzen uns an einen Tisch und reden darüber. Wie wir uns die neue Platte vorstellen. So, was denkst du denn so in der Theorie? Ja, das funktioniert halt immer nicht. Sondern man legt dann einfach irgendwann so los und dann merkt man, oh, das macht Spaß, entwickelt sich gerade was und plötzlich... spielt man dann anderen Leuten, die so jetzt nicht im direkten, also nicht außer uns dreien jetzt auch mal was vor und die sagen, oh geil, und dann ist das so eine Entwicklung, dass man plötzlich dabei ist, eine neue Platte zu machen. Ich habe immer das Gefühl, also bei euch kriegt man zum Beispiel so drumherum immer ganz, ganz wenig mit, ne? Also so im Prinzip wie bei den Ärzten oder so, die auch so ganz extrem drauf bedacht sind, dass Sachen, die privat sind, privat bleiben. Ja. Also so, sorgt ihr da bewusst für, dass das so ist bei euch, oder? Ich glaube, wir müssen dafür gar nicht so viel tun, dass das... Also das wird einfach respektiert. Haben die Leute mit im Petto. Also wir haben da immer viel Wert drauf gelegt, auch früher. Also bestimmte Sachen nicht zu machen, was Boulevard angeht und was so bestimmte Sachen in unser Privatleben angeht. Keine Home-Stories und so, das hätten wir auch alles machen können. Und irgendwann verlieren dann die Leute, die solche Nachrichten produzieren, auch das Interesse an einem, weil sie wissen, bei denen brauche ich gar nicht nachfragen, die haben keinen Bock auf sowas. Und wir sind... Also, ich habe das Gefühl, dass unser Anspruch immer war, dass wir für unsere Musik berühmt sein wollen und für das und gemocht und irgendwie, dass das der Grund ist, warum wir im Fernsehen sind oder in irgendwelchen Zeitungen stehen oder so und nicht, weil einer gerade ein Sternchen von DSDS geschwängert hat oder keine Ahnung, Spenden. Das haben die zum Glück nie rausgefunden. Auch wenn wir alle noch so jugendliche Sachen anziehen und so. Ihr seid auch alle was älter geworden. Also wir sind zusammen älter geworden, mehr oder weniger mit der Zeit. Da kann man sich dran festhalten, dass man nicht der Einzige ist. Das ist geil, oder? Ja. Wenn man zwischendurch denkt, auch geil, jetzt tauche ich hier auf und dann sehe ich dich zum Beispiel, du hast auch schon ein paar graue Haare und so. Das finde ich irgendwie beruhigend. Ich mache manchmal so Tönung drauf übrigens. Ja, und würdest du mir das empfehlen? Oder ja, ich kann dir das mal empfehlen. Ich kann dir das Produkt empfehlen, das ich habe. Bei mir ist es ja gefärbt. Also, das ist grau gefärbt. Das ist grau gefärbt. Weil es hat mich so genervt, dass ich immer noch meinen Ausweis beim Bier holen zeigen musste. Und da habe ich mir einfach was überlegt. Aber ist das ein bisschen so über die Zeit, wenn man... Ich meine, die Erwartungshaltung, wenn Leute auch eine lange Zeit als Fans so mitgehen, sagen wir so eine ganze Reihe von 21 Jahren beispielsweise, wenn die sich so entwickeln, die sich auch ein bisschen mit oder weißt du, wie ich meine? Also so. Ja, einige springen ab unterwegs, einige bleiben einem die ganze Zeit treu, dann kommen glücklicherweise immer auch neue dazu. Wir haben auch halt immer 14- und 15-Jährige im Publikum, die gerade Musik für sich entdecken und das, für die wir dann gerade in dem Moment das Allergrößte sind. Und solange die Mischung da ist, ist das alles cool, finde ich. Also, wenn wir jetzt nur noch so Altersheim-Veranstaltungen irgendwann machen und alle genauso alt sind wie wir oder älter, dann ja, muss man sich vielleicht mal überlegen, ob wir noch mal eine gute Idee haben oder nicht. Aber wir spielen ja mittlerweile in so riesigen Hallen. Also was weiß ich, wenn wir in Köln an der Lanxess Arena spielen, da passen 14.000 Leute rein. Da ist dann von Ende 40 bis 12 halt alles dabei. Was sie in Deutschland gehen, Frieden, vom Schicksal, Mädel, Fädel, bis in die Sozialbausiedlung.
Wenn ich jetzt hier zum Beispiel unten stehe und sehe dann so die Bühne hier und stelle ich mir vor, dann steht man da oben und dann performt man so. Ich meine, gut, ihr macht das jetzt schon in der Ecke, aber ist das irgendwie noch spannend, aufregend, weiß ich nicht, irgendwie komisches Gefühl vorher, bevor man drauf geht? Immer wieder, ja. Ja. Also das ist nach wie vor eine ganz aufregende Sache. Das Einzige, was sich verändert hat, ist, dass der Abstand oder der Moment, wo man anfängt, so Adrenalin auszuschütten, sich ein bisschen mehr dichter ans Konzert ran geschoben hat. Früher ist man morgens aufgewacht und hatte sofort, du hast da eine Wespe, ja, hatte sofort irgendwie Adrenalinschub und jetzt ist das so eine, sagen wir, Stunde vor dem Auftritt fängt das dann so langsam an. Und, aber Auftreten ist nach wie vor eine geile und aufregende Angelegenheit. Vorher ist viel Warterei und manchmal Interviews und so, aber auch viel Warterei und man hängt dann rum und... Ja, schon. Das Problem an der Sache ist, dass diese ewige Warterei ja immer unterbrochen wird, alle ein bis zwei Stunden unterbrochen wird. Man kann also so richtig irgendetwas Sinnvolles, also irgendwas richtig, was ein bisschen längerfristig ist, irgendwie gar nicht anfangen, weil man die ganze Zeit auf der Lauer ist und auf der Hut ist, dass das gleich wieder losgeht mit irgendwas. Aber das ist auch okay. Also ich meine dann so... Ich du hast ja mal dieses Fernstudium angefangen. Hast du das eigentlich zu Ende gemacht? Ja, mein kleines Latinum hab ich mal versucht zu machen, aber es ging nicht. Komisch. Klasse 1 des Abendgymnasiums in Duisburg. Lateinunterricht bei Oberstudienrat Schulze. Sie werden es gleich selbst sehen. Die Schüler sind aus dem schulpflichtigen Alter heraus, aber sie wollen das nachholen, was ihnen in ihrer Jugend aus verschiedenen Gründen vorenthalten blieb. Eine höhere Schulbildung. Auch ein Ehepaar ist unter ihnen. Herr Harder, fahren Sie bitte fort. Während normalerweise für jeden arbeitenden Menschen der Feierabend die nötige Entspannung bringen soll, steht der Harder vor der Schultafel und übersetzt lateinische Sätze. Das ist ihm und seiner Frau für 4 Jahre lang wichtiger als das beste Programm im Fernsehen. Wie viele Musiker also fangen ja auch an tierisch zu saufen und sowas. Kann man das nachvollziehen? Also habt ihr eine Ahnung? Ja, klar. Ja. Also aus Langeweile, ne? Da stehen immer volle Kühlschränke rum. Es ist sehr, sehr einfach, ich meine, auf Tour schnell besoffen zu werden. Und es gehört ja quasi auch zum Beruf dazu, ne? Also ich meine, alle Leute wollen ja mit einem feiern. Das ist ja auch einer der wenigen Berufe, wo man bei der Arbeit trinken darf. Ja, das habe ich damals auch beim Bogen angekreuzt und bin dann hier gelandet. Tja, solche Bögen gibt's auch bei Fernsehjobs. Aber da muss halt jeder so sein Level rausfinden, auf dem er dann trotzdem gut funktioniert und irgendwie auf der Bühne nicht alles vergisst. Also wir hatten, glaube ich, jeder auch schon mal Momente, wo wir es ein bisschen übertrieben hatten und dann hinterher so gedacht haben, ja, du kannst dich nicht mehr dran erinnern, aber du auch. Was ich total nachvollziehen kann, ist dieses Gefühl nach so einem euphorischen Auftritt, einfach dieses Adrenalin, was man ausgeschüttet hat. Bei Rock am Ring war es bei mir auch so. Danach einfach noch über Stunden lang den Pegel möglichst halten zu wollen und einfach immer noch mehr von diesem geilen Gefühl zu haben. Und da ist natürlich Alkohol manchmal auch kein schlechter Katalysator. Und da muss man sicher aufpassen, dass man dann irgendwann auch akzeptiert, okay, jetzt kommt wieder ein ganz normaler, dröger Morgen und es kann nicht jeder klatschen, wenn du deinen Toast richtig gebräunt hast. Sannis wissen, wo der Ingo ist. Ja, ich habe tatsächlich, ich kann ja noch mal angeben, ich habe gerade einen Wespenstich abbekommen. Die Arbeitswespen haben alle einen Stachel, der ohne Widerhaken ist, sodass sie den Menschen immer wieder verletzen können, ohne dabei, wie die Bienen, sterben zu müssen. Solche Stiche kühlt man am besten mit Salmiaklösung oder reibt die Stichwunde mit Zwiebel ein oder legt etwas Salz darauf. Heldenhaft hast du das ertragen, echt. Ja, ich habe das so überspielt. Ja. Ich habe versucht, so zu tun, als würde ich euch weiterhin zuhören. Nee, ich habe gedacht, du willst dich ausziehen. Und dann sollt ihr ihn sehen? Ja. Wollt ihr ihn wirklich sehen? Ja, gerne. Ja, okay. Nicht schlecht. Da ist er. Aua. Und jetzt gleich kommt die allergische Reaktion und dann ist die Sendung vorbei.